Also, geimpft, beide, ab zum Gardasee und an die Dolomiten. Ja! Ein Hund, der unbedingt einsteigen möchte, ist kam. Und los! Ja! Guter Hund. Angeblich kann man 130 Euro kann man dingsen, aber da gehen nur 90 Euro rein. Das dauert jetzt natürlich bei 500 Liter. Weil man nur für 90 Euro tanken kann, muss man halt 6 Mal die Karte reinschieben. Wir haben zum ersten Mal mit unserem großen Tank getankt und damit wir uns da keine Luft ziehen im Zwangsfall, weil er vielleicht mal noch unbenutzt war und vielleicht der Luft in der Leitung war, halte ich jetzt um und dann fahren wir hier diese Rampe hoch von so einer Leihbahn, bevor man auf der Bundesstraße stehen bleibt. Probieren wir es mal. Also immerhin sind wir oben. Ja, scheint zu funktionieren. Ne? Der ist ja nachträglich dran gebaut, aber der sieht auch dicht aus. Von daher, go Brenner! Kann man aushalten hier. Lago Molino. Allerdings, wie man sieht, ein bisschen frisch gerade. 11 Grad und oben liegt Schnee. Deswegen werden wir uns die nächsten Tage ein bisschen im Tal herumdrücken. Die Annette hat übrigens Bärenangst. Gut, dass wir das Schild jetzt erst sehen. Oh, da müssen wir aufgeben mit den. Also, das berühmte Akku am Gardasee. Normalerweise kannst du hier zu Pfingsten überhaupt nicht hin, ist pollervoll. Jetzt zu Pandemiezeiten, okay. Hinter mir das berühmte Castello, Maskenpflicht draußen, überall. Der Italiener macht so, dass er sich das Ding ganz locker unters Kinn hängt. Das gilt dann auch als erfüllt, in der Not klappt das schnell hoch. Na dann. Schön war es trotzdem irgendwie. Untergang angesagt, 6 Liter der Quadratmeter liegen. Die Gelegenheit nutzen wir und fahren zu unserer Privat-Gigafahr-Destillerie und kaufen so das ein oder andere Fläschchen ein. Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Gibt's Rabatt? Kein Rabatt. Das Einzige, was du heute machen kannst an so einem Weltuntergangstag, ist geistige Getränke kaufen. Passt gerade noch so rein. Was ein Glück, mehr hätten wir gar nicht kaufen dürfen. Und so sieht es hier drin aus. Ich jetzt wieder. Es läuft ja noch, du kannst ja Zeit lassen mit dem Kack an. Die vierte? Genau, aber dir ist die Haare schön. So ein Regentag, ne? Ja, der macht einen ganz Kacker.
Fahrt. Aber da kommt einer. Nebel. Hier lang links. Sicher links. Rechts kann man doch nicht lang. Oder? Scheiße. Nein. Was hier jetzt noch passiert? Die Bäckersfrau rennt winkend aus ihrem Laden raus. Ich trete auf die Bremse. Das linke Hinterrad kommt in ein Schlagloch. Der Aufbau neigt sich nach links und wir holen uns die erste Kampfspur am Aufbau. Jetzt weiß ich aber auch, warum die Eingeborenen verzweifelt gewunken haben. Also spätestens hier wäre es dann nicht mehr weitergegangen. Ich musste dann in dem Örtchen auch noch wenden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber es ist ja immerhin besser, als das ganze Ding rückwärts wieder rauszufahren. Hätte aber schlimmer kommen können, dass die Alukabine angebollert wäre oder klar das Fenster kaputt. Das ist gerade so am GFK-Rahmen, also wahrscheinlich schleifen wir es raus und lackiert es dann halt über. So sind übrigens die Mountainbikes reinmontiert, unten mit der Airline-Schiene mit so Steckachsenhalterungen. Vorderrad raus und dann hinten mit Gurten festgezurrt. Das Fahrrad, zumindest das vordere, 30 Sekunden rein oder raus. Ja, wenn man schon nicht mit dem Laster hoch kann, fahre ich halt das Fahrrad. Da oben ist es schon Montesino, eine alte Militärstraße. Das sind von hier aus noch so 500 Höhenmeter und dann geht ein sehr geiler Trail ins Tal. Den machen wir mal, ne? Lästig, weil den Weg hier hätte man fahren können mit dem Laster. Naja. So, 500 Höhenmeter weiter. Das ist das Refugio Montestino. Kann man wirklich komplett mit dem Laster hochfahren, ist geteert. Keine Tunnel. Bäume sind auch okay, dass es nicht zu niedrig hängt, aber unsere Nerven sind gerade ein bisschen blank, deswegen wollen wir nicht hier hoch. Aber eigentlich hätten wir die Nacht hier verbracht, weil es echt geil ist, das Plätzchen. Und wer den Wirt hier glücklich machen will, kehrt hier ein. So, das ist der Idro-See. Da geht jetzt ein ganz berühmter Mountainbike-Trail runter, der berühmte 136 Spitzkehren-Trail. Der Einstieg ist ein bisschen speziell, aber danach wird es geil. Und das hier, so eine alte Herstellung aus dem Ersten Weltkrieg. Die Frontlinie war so 10 Kilometer gen Norden und das war so eine zurückgezogene Artilleriestellung, falls die Österreicher weggebrochen wären. Das ist so eine alte Festungsanlage aus venezianischer Zeit. Das war damals eine ganz wichtige Handelsstraße hier. Und die haben hier Maut verlangt oder Zoll. Und dann unter Napoleon wird es nochmal Mods renoviert und ans Gelände angepasst. Und im Ersten Weltkrieg hat es dann eigentlich schon keine Bedeutung mehr gehabt, wurde nur noch als Munitionslager verwendet. Nichtsdestotrotz schwer beeindruckend. Nicht ganz so groß wie das, was wir letztes Jahr in den Westalpen gesehen haben, da das Fort Fenestrelle. Aber trotzdem cooles Teil. Wir sind in Anfor am Idrosee, schönes Plätzchen direkt am Wasser, Restaurant. Komplett kostenlos alles hier. Wenig los, aber das Restaurant war nachher auf. Für mich selber geht es da hoch, die berühmte Höhenstraße auf 1500 Meter, und dann fahre ich den Idrosee-Kamm nach Norden und komme dann wieder raus. Hier oben. He? Allerdings ist der weitere Verlauf des Weges leider ein bisschen ausgesetzt für meinen Geschmack. Schauen wir mal.
Grillstock haben wir noch vom letzten See mitgerettet. Das ist das selbstgewählte Lieblingsspielzeug. Einen besseren Stock kann es nicht geben. Das ist eine Verteidigungsstellung der Österreicher. Die Frontlinie ging hier genau durchs Tal und das war eine ganz wichtige Befestigung. Die Italiener saßen auf der anderen Seite. Hier rum da geballert und die armen Kerle saßen hier und haben es verteidigt. Hier geht's runter. Da gehe ich jetzt mal runter, es ist sogar beleuchtet. Zehn Minuten später. Also das waren jetzt 4 Stockwerke oder so irgendwie. Und der ganze Berg ist überhöht. Und alles top gepflegt hier. Da geht's zum Ausgang. Ah ja, mitten im Dorf. Muss ich das Luft holen? So, 4-5 Stockwerke sind schon. Ist da dann unten, ist unten ein Ausgang? Und da ist ein richtiges Höhlensystem mit vielen Kavernen und mehrere wahrscheinlich Geschützpforten oder so irgendwie. Schwer beeindruckend. Sieht ja so schön aus, das will man ja gar nicht essen. Okay. Also. Ich stelle es in den Kühlschrank. Okay, mach das für Instagram noch ein paar Fotos und dann. So, Litrosé, das Schneebedeckte da hinten, ist der Monte Baldo, da geht es auf 2000 Meter hoch. Wir sind in Prigasina oberhalb vom Gardasee, wunderschönes Plätzchen. Das da unten ist die alte Pronale Passstraße, super zum Mountainbiken, genialer Blick, dann gehen wir jetzt wandern. Oh, ist der Gardasee. Schon der Gardasee. Doch, gell? Boah. Weil wir sind ja schon relativ weit drüben, ne? Geil, ne? Rauskam. Da geht's runter. Geiler Weg, ne? Husky. Hü. Hü. Schneller. Hü. Na, jetzt aber. Na, geh doch. Richtig viel geiler geht es ja eigentlich nicht mehr, gell? Ist ja wohl mit Abstand der coolste Schlafplatz, den ich jemals hatte. Wahnsinn. So, nachdem uns die Gräten von der Monsterwanderung von gestern so dermaßen wehtun, haben wir uns gesagt, wir machen jetzt mal was zur, nicht zur körperlichen, zur geistigen Erbauung und sind an ein Kloster, das unsere Altvorderen ganz spektakulär in die Berge gezimmert haben und das heißt auch noch lustigerweise Madonna della Corona. Cool, gell?
wie immer, wenn wir irgendwo stehen, ist höchste Gefahr für die Verkehrsteilnehmer. Da wird immer den Kopf gedreht, fotografiert, angehalten. Steht mitten auf der Straße. Hallo? Im nächsten Video geht es in die Dolomiten. Da baden wir den Elefanten, machen ein Flusscamp mit Lagerfeuer und wandern durch den Schnee. Abo und Like nicht vergessen. Bis demnächst.